Hey Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Bausimulator 2015. Wir werden jetzt mit dem Drehbohrgerät, dem Liebherr LB28, weiter Bohrrohre in die Erde einbohren. Und da haben wir am Ende vom vorherigen Teil bereits ein Bohrrohr komplett in die Erde eingebohrt. Das haben wir hier. Und dann haben wir hier bei dem anderen Bohrrohr, was wir hier haben, bereits das Fußrohr komplett in die Erde eingebohrt. Und jetzt können wir das nächste Bohrrohr aufsetzen und dann genau dieses Bohrrohr auch komplett noch in die Erde einbohren. Und dann gucken wir mal, wie viel Bohrrohre wir dann noch anschließend hier noch auf der Baustelle hier in die Erde einzubohren haben. Genau, so, dann lass uns direkt mal den nächsten Teil von dem Bohrrohr hier nehmen. Dazu müssen wir den Arm noch ein bisschen vorfahren und den Haken mal runterlassen, genau. Wobei hier vielleicht sollten wir den Druckknopf und das Bohrrohr ein bisschen hochfahren, dass wir es gleich ein bisschen besser anheben können. So. Also wir haben das doch hier schon komplett reingebohrt. Doch, das sollte eigentlich weit genug drin sein, ne? Ich glaube schon. Also wir konnten ja jetzt den nächsten Teil aufsetzen. Oder was war das? Bohrung im markierten Bereich durchführen. Ja gut. Hier steht jetzt übrigens Aufgabe 7 von 17. Und ja, wir haben jetzt halt schon hier, die Hälfte wäre ja von 7 von 17. Gut, die Hälfte kann man nicht ganz genau sagen. Aber wenn wir jetzt mal von 18 ausgehen, wäre die Hälfte. Oh, da hängen wir. Da hängen wir. Ah ne, wir können das noch gar nicht. Warte mal. Dann haben wir das noch nicht genug reingebohrt. Müssen wir nochmal kurz abhaken. Genau, weil normalerweise wäre diese Markierung da oben. So. Dann jetzt, ja. Der Grund, wieso das wahrscheinlich jetzt noch nicht genug reingebohrt ist, weil ich eben. Es war nämlich eben so, als ich das Spiel gestartet habe, war irgendwie schon der Auftrag mit den Bohrrohren irgendwie. Ja, er war nicht wirklich abgeschlossen, sondern es war irgendwie so, dass hier auf einmal so eine Grube war, wo wir jetzt hier gebohrt haben. Und dann war es so, dass halt hier schon irgendwie Kanalmodule drin lagen in dieser Grube. Und genau, weil ich habe halt zwischen der letzten Aufnahme und dieser Aufnahme jetzt hier halt eine Unterbrechung gemacht. Und genau, liegen halt ein paar Tage dazwischen zwischen den Aufnahmen, genau. Und dementsprechend habe ich halt das Spiel zwischendrin natürlich beendet. Und genau, da ist dann Folgendes gewesen. Habe ich das Spiel, wie gesagt, neu gestartet jetzt. Beziehungsweise gestartet eben jetzt hier vor der Aufnahme. Und dann war da irgendwie halt so eine Grube, so wie wir es da hinten bei dem Apartment-Hochhaus auch hatten. Und dann war da nebendran, neben dieser Grube, schaffen wir das? Ich weiß nicht. Ist zu weit weg jetzt. Und dann war neben, und dann mal in dieser Grube waren schon so Kanalmodule, die wir ja auch vor kurzem bei der anderen Baustelle reingelegt hatten, hier in dieser Grube. Und wir waren trotzdem aber noch bei dem Auftrag, dass wir hier diese dass wir diese Bohrungen hier durchführen müssen und die Rohre in die Erde einbohren müssen. Und ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Also, ja, keine Ahnung, wieso das da so komisch ist. Komisch gewesen ist. So, das wird nix. Genau, und deswegen habe ich einfach Folgendes gemacht, was ihr hier machen könnt. Ihr könnt ja hier unter aktive Aufgaben bei den Aufgaben immer hier auf dieses Symbol drücken. Das wäre Abschnitt neu starten. Da wird man halt immer neu damit beginnen. Und da habe ich einfach nochmal so weit gearbeitet, wie wir am Ende vom vorherigen Teil gekommen sind. Sprich, dieses eine Bohrrohr hier in die Erde eingedreht. Nur ich habe halt jetzt eben vergessen, es komplett reinzudrücken in die Erde. Ich habe halt nur so die Hälfte, zur Hälfte ist reingedrückt. Genau, jetzt haben wir den restlichen Teil auch noch reingedrückt. Aber das wird nichts, wir müssen ein Stück vorfahren. Ist ganz schön eng hier für das Drehbohrgerät, um das hier vollständig drehen zu können. Warte mal, drehen ist jetzt einfach so, drückt sich halt ein bisschen von der Wand weg. Wir müssen jetzt nur mal irgendwie an diesen Ansatzpunkt da kommen, jetzt aber, oder? Jetzt sollte es aber gehen. So, dann haben wir es geschafft. Genau, das ist der Grund, wieso jetzt hier eben das Rohr nicht vollständig drin war, falls ihr euch wundert, genau. Also falls bei euch auch mal irgendwie sowas ist, weil wir hätten so auch nicht weiterarbeiten können, da war halt, wie gesagt, diese Grube da. Und ja, da hing halt dann das Drehbohrgerät so halb drin und wir mussten dann noch die Bohrrohre direkt neben die Grube reinsetzen und das hätte ja irgendwie nicht ganz funktioniert. Und deswegen habe ich es nochmal neu gestartet. Und falls bei euch auch mal irgendwie sowas ist, genau, dann könnt ihr das ja so machen, einfach Abschnitt neu starten. Und dann funktioniert das Ganze. So, dann jetzt einmal den zweiten Teil von dem Rohr hier oben drauf setzen und die nächste Bohrung durchführen. So. Aber es ist auf jeden Fall sehr gut, dass man hier diese Abschnitte auch nochmal neu starten kann. So, jetzt seht ihr, sind wir bei Aufgabe 9 von 17. Ich weiß gar nicht, ich glaube so 5 Aufgaben. Wobei, ja, 5 Aufgaben ungefähr könnte so ein, ist doch wunderbar. Könnte so ein Bohrrohr sein, genau. Jetzt haben wir nämlich hier Aufgabe 10 von 17. Das heißt, wir haben hier bei den ersten 5 Aufgaben gehabt, hier wieder 5 Aufgaben. Und dann werden wir wahrscheinlich jetzt maximal noch ein Bohrrohr jetzt noch einbohren. Das ist ja so wie bei dem einen Apartment-Hochhaus, was wir schon mal gebaut haben. Da waren nämlich auch so
drei Bohrrohrmarkierungen da, dass man da welche reintun könnte. Aber, ja, komischerweise war es ja dann irgendwie so, dass keins von diesen, dass wir da irgendwie keine Bohrrohre setzen mussten, sondern es war irgendwie ein bisschen verbuggt, dieser Auftrag da unten. Genau, aber falls ihr die Teile gesehen habt, wisst ihr ja, von was ich spreche. So, wieder mal zuerst das Fußrohr. Aber wir kennen das ja mittlerweile ziemlich gut jetzt hier aus mit dem Drehbohrgerät und kriegen das bestimmt jetzt alles noch, den Rest jetzt hier auch noch ziemlich gut hin. Wir sind ja schon Profis hier in der Bedienung vom Drehbohrgerät. Lasst mich nochmal kurz einen Screenshot von außen machen, wobei den mache ich mal später. Ihr könnt das ja mal gerade aus der Innenansicht jetzt mal probieren. So, noch ein bisschen vor. Das hinsetzen. So, und jetzt fahren wir das Ganze hier mal hoch. Das können wir gerade ganz gut sehen. Das Einzige, was wir nicht sehen, ob wir passend drüber sind. Das müssen wir kurz von außen ausrichten. So, genau. Und dann, wobei jetzt mache ich mal kurz einen Screenshot. Hier, freie Kamera. Nochmal kurz hier das Ganze weg. Genau, das sieht nämlich gerade ganz cool aus. So, ich glaube, das nehme ich dann fürs Thumbnail. Das ist ja immer so, schon mal während der Aufnahme überlege ich mir immer schon so ein bisschen, was sind ganz coole Momente, die man jetzt mal so einfangen könnte, was ich so später fürs Thumbnail dann verwenden kann. Das wissen wir nicht, das wird nämlich nicht gezeigt, genau. Weil wenn ich habe ja eben alles ausgeblendet, da wird ja auch diese Hinweise werden ja dann auch ausgeblendet, so wie eben Bohrrohr aufnehmen. So, das reicht noch nicht. Der Bohrkopf muss erstmal entleert werden, also hoch damit. Ja, und hier haben wir jetzt groß Platz um das Drehbohrgerät, das heißt, wir können hier locker jetzt entspannt drehen. So, einmal ab mit der Erde und noch ein Stück in die Erde bohren. Wahrscheinlich werden jetzt noch 2% irgendwie an Erde jetzt noch da dran kommen. So, ist der Bohrkopf noch ein bisschen zu weit ausgefahren gewesen. So, genau, ja, oder 5% in dem Fall. Machen wir die Erde trotzdem ab. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten. Das probieren wir jetzt auch noch aus der Innenansicht zu machen. Also mit dem Abschütteln, das hier mit dem Erde runter machen, das ist echt richtig gut animiert. So, beziehungsweise ist halt richtig gut so überlegt mit dem, wie man das macht. Und es klappt halt auch ziemlich gut, finde ich. Einfach immer nur so kurz rechte und linke Maustaste rechte und linke Pfeiltaste drücken. Ja, das passt nicht. Ja. Verdammt, da können wir noch weiter einfahren. Doch, passt. Sehr gut. Das hat man nämlich jetzt irgendwie blöd zurückfahren müssen. Aber es klappt echt ziemlich gut. Also es ist relativ einfach. Immer nur mal so kurz rechts, links... im schnellen Wechsel und dann geht das. So. Ist auch das erste Mal, dass wir so richtig mal aus der Innenansicht das Ganze hier bedienen. So, das Ganze nochmal jetzt hochfahren. Können wir mal gucken, ob wir es hinkriegen, dass wir das passend treffen. Aber das ist halt echt total schwer abzuschätzen. Ich weiß nicht, wie man das in echt macht. Keine Ahnung. Boah, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben den richtigen Punkt gefunden. Aber keine Ahnung, wie man das in echt machen würde. Ob da irgendwie vielleicht noch jemand wäre, der dann einem irgendwie das noch so zeigt. Bisschen vor, bisschen zurück oder sowas. Keine Ahnung. Aber da müsste man irgendwie bestimmt noch so Einweisungshilfen oder sowas haben. Irgendwie jemand, der einem halt das so, der einen dann noch so ein bisschen einweist. So, da ist der Bohrkopf. Ich glaube ja natürlich jetzt nicht, das hinten das Bohrrohr da wieder rein zu entleeren. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt gehen würde. So, hier sehen wir jetzt, dass es da grün wird, aber das war halt so weiter oben, da kann man halt nicht so drauf gucken, hier aus der Innenansicht. So, der letzte Rest jetzt auch noch. Und dann sollten wir, glaube ich, den Auftrag hier geschafft haben. Wunderbar, jetzt sind wir bei 15 von 17. Ja, da kann jetzt kein ganzes Bohrrohr mehr in die Erde gebohrt werden. So, und danach... Ah ne, das gehört jetzt hier noch dazu, gieße die vorbereiteten Elemente. Ach, das gehört... Ah, das gehört jetzt also noch zu diesen... Auftrag hier dazu, mal kurz mal die Rücktaste drücken. Genau. Dann fahren wir mal von der Baustelle ein Stück zurück. Ich weiß gar nicht, wie hier die nächsten Abschnitte sind. Lass uns mal kurz gucken. Genau, hier ist so der zweite Teil, das noch zu gießen. Genau, und dann Fertigwände müssen hier gesetzt werden. Frage ist halt nur, wohin? Müssen wir überlegen, ob wir das dann machen oder ein Angestellter. Weil wir wollen das da drüben ja erstmal gießen. Also jetzt werden wir erstmal ein bisschen was noch gießen und das machen wir jetzt mal folgendermaßen. Der Kran hat ja so einen langen Ausleger, dass der locker hier drüber kommt. Und dann lasst uns das mal... Genau, wo haben wir den Betonmischer? Genau, wir machen das jetzt so, dass wir jetzt den Kran-Betonkübel, den wir wo haben, da hinten, den müssen wir jetzt einmal herholen, genau. Das heißt, wir bereiten das jetzt sozusagen schon mal ein bisschen vor. So, was ist hier los? Steht so komisch, helfen wir mal gerade. Können wir helfen? Hallo? Ob er jetzt weiterfährt. Ja, bitteschön. 5 Euro bitte. Das macht 2,50. So. Dann
Genau, fahren wir einfach mal nur irgendwo hier hin, dass wir den Kran-Betonkübel dann immer auffüllen können. Weil der Turmdrehkran steht jetzt im Moment positioniert für die Baustelle hier unten, wo wir da was gießen müssen. Das wollen wir ja mit dem Kran-Betonkübel machen. Und den holen wir jetzt erstmal. Wobei, das bringt nichts. So, was ist hier los? Oh, die haben alle so am Fahrbahnrand gestanden. Überholen wir mal gerade auf den Bürgersteig. Achtung, wir müssen hier mal kurz rein. Danke. Genau, und da holen wir den jetzt erstmal dahin. Und der Turmdrehkran steht ja so, dass wir eigentlich, beziehungsweise der Flat-Top-Kran, der steht ja im Moment so, dass wir eigentlich von der Stelle, wo er steht, auch ziemlich gut zu den Bohrrohren kommen. Und von daher können wir das eigentlich so machen, dass wir jetzt von der Position mit dem Flat-Top-Kran auch die Bohrrohre dort auffüllen. Genau, dann machen wir das auch so. Mal gucken, wie viele Kranbetonkübel, wie oft wir den Kranbetonkübel da auffüllen müssen. Den bringen wir jetzt aber erstmal schnell da hinten hin. Genau, muss ja so dahin transportiert werden. Und den brauchen wir ja eh dann dort für das andere, für diese Wandelemente. Von daher, ja. Hätten wir ihn eh so gut, hätten wir ihn eh früher oder später dahin transportieren müssen. Dann können wir das auch jetzt schon machen. So, dann einmal schnell drauf damit. Das geht ja rucki-zucki. Ich bin auch froh, dass wir jetzt hier keinen neu beim Baustoffhändler erst holen müssen. Das wäre ein bisschen blöd, dann müssten wir erst dahin fahren. Beziehungsweise das Fahrzeug erst dahinsetzen, dann dort das Ganze aufladen und so weiter und so fort. Und so haben wir das schon alles direkt hier. So, dann einmal die erstmal aussteigen, das Ganze festmachen. Dann wieder einsteigen, Rücktaste drücken, Modus wechseln, nochmal Rücktaste drücken. Und jetzt geht's zur Baustelle. So, einmal hinter die Autos einreihen. Straße ist frei, wunderbar. So. Und da vorne rechts. Wir stellen uns am besten jetzt direkt neben den Betonmischer, würde ich sagen. Weil der Flat-Top-Kran hat ja so einen riesen Ausleger. Der geht ja bis zu hier zu der Baustelle. Dann sollten wir ja an die andere Seite erst recht kommen. So, bleiben wir gerade hier stehen. Einmal raus mit uns. Das Ganze lösen. Und wir können es ja in dem Teil schon mal anhaken. Wobei, vielleicht auch schon auffüllen und dann im nächsten Teil beginnen zu gießen wahrscheinlich. So, das heißt, einmal Katze vorfahren, Haken runterlassen. Das können wir mal aus der Innenansicht machen, weil wir sehen das ja ziemlich gut gerade. Neue Ausschreibungen sind verfügbar. Was haben wir denn da so? Apartment, Hochhaus, gut, das haben wir jetzt schon mal so oft gemacht. Apartmentgebäude, großes Apartmentgebäude. Ach komm, wir warten erstmal, wir haben jetzt hier noch ein bisschen was zu tun, bevor wir dann da weiter was anderes weitermachen. Das Apartmentgebäude haben wir erst letztens ja da drüben gebaut, vielleicht machen wir einfach nochmal so eine kleinere Baustelle, mal von einem kleineren Haus, weil sonst Apartment-Hochhaus und Apartmentgebäude würden wir hier wieder in der Fuchsberger Höhe bauen und da waren wir jetzt ja schon so oft. Können wir mal gucken, dass wir da mal was anderes dann machen. Aber da müssen wir jetzt noch nichts annehmen, weil wir jetzt eh erstmal hier die Aufträge fertig machen. So, da haben wir es angehakt, dann geht es direkt rüber zum Betonmischer, den sehen wir auch gut von hier oben, haben wir einen guten Überblick über die ganze Lage. Den wollen wir jetzt natürlich nicht kaputt machen, irgendwie dagegen schlagen. Wobei wir können ihn ja absetzen und dann mit dem Betonmischer an den dran fahren. So, Haken mal ein bisschen einfahren. Genau, dann tanken wir den jetzt noch auf, beziehungsweise befüllen den jetzt noch. Und im nächsten Teil geht es dann los mit dem Gießen von diesen Rohren. Und im nächsten Teil möchte ich auch eine Sache ansprechen, die wahrscheinlich viele von euch interessiert. Und zwar, wie lange ich im Moment, beziehungsweise ich habe mir jetzt mal ein bisschen Gedanken gemacht, wie lange das Let's Play jetzt noch gehen wird. Und das ist wahrscheinlich auch eine Sache, die viele von euch interessiert. Da habe ich ja vor einiger Zeit schon mal drüber gesprochen. Und da möchte ich im nächsten Teil euch mal ein bisschen was dazu erzählen, was ich mir da überlegt habe, wie lange das Let's Play jetzt noch genau gehen wird. Also bis zu welchem Tag weiß ich nicht ganz genau, aber ungefähr kann ich es euch jetzt schon sagen, wie lange es noch gehen wird. Und das werde ich euch dann im nächsten Teil erzählen. Das werdet ihr dann im nächsten Teil erfahren, genau. So, schon mal so als Vorinformation für den nächsten Teil. Und das war es nämlich jetzt an der Stelle von dem Teil hier von Let's Play Bausimulator 2015. Wenn euch gefallen hat, dann drückt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann hören wir uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Euer LineGamer1. Ciao.